Also man kann sich ja das Video, beziehungsweise jetzt den Song, den kann man sich ja echt nicht komplett geben, aber wir hören mal kurz rein. Das Ding ist, es besteht jetzt irgendwie nur aus drei Wörtern, okay? Und der hat ja in seinem Video gesagt, so mehr oder weniger, hier steht es auch, wo ist Training Sixpack, dann wieder fett wegen Big Mac. Okay? Ist jetzt irgendwie nicht mit dem Song, keine Ahnung, warum die es rausgelassen haben oder so. Ja, gebt euch den Scheiß mal. Also, wenn du so eine Mucke produzierst, dann musst du schon komplett am Arsch sein. Und das war in den Trends. In den Trends. Ah, was mache ich jetzt? Mein Schwester. Aha. Hier. Wie gesagt, das Lied besteht nur aus diesen drei Wörtern und es geht so 2 Minuten lang. Digga. Aber ich glaube, seit gestern oder so gibt es jetzt auch auf Spotify. Also wenn ihr komplett bekifft oder betrunken seid, dann könnt ihr euch das auf jeden Fall geben. Ich weiß nicht. Also wer sowas produziert, der muss komplett, komplett einen an der Waffel haben. Aber passt zu Ron auf jeden Fall. Zu seinem Alkoholikerstatus. Wie gesagt, das kannst du echt nicht ernst nehmen. Lyrisch auf sehr hohem Niveau. Am besten gefällt mir die Line Nice Schwanz, Bro. Also, die zwei haben echt einen kompletten Like verdient. Krass, ey. Kann bitte jemand eine 10-Stunden-Version davon machen? Also, Leute, Leute, Leute. Auf Ecstasy kannst du dir das geben, aber nicht nüchtern. Nicht nüchtern.